gleich 8 Uhr. Wir haben heute 27. Dezember 2015. Wir stehen am Kofferband in Las Palmas auf Gran Canaria. Heute beginnt unsere Kreuzfahrt. Ganz hinten im Dunst AIDA Sol und mein Schiff 4. Deck 3. Wir haben noch Weihnachten. Adventskalender. Wir sind im Theater. Ein kleiner Schwenk. Im Moment läuft der Sicherheitsfilm. Bitte seien Sie besonders vorsichtig. Sie sind in der Wartekammer. Es könnte sich ein Brandherd dahinter befinden. Ein Balkon fallen. Bitte hängen Sie deshalb keine Handtücher über Ihre Balkongeländer. Herabfallen. Wir machen unseren Spaziergang durch Las Palmas. Eine kleine Runde heute. Der Alexander von Humboldt liegt auch im Hafen von Las Palmas. Die AIDA Sol und hinter dem Terminal, Eincheckterminal, liegt mein Schiff hier. Die Touristikinformation. Auch auf Gran Canaria hat Ruben eine Zeitstelle. Wir sind am Strand Las Canteras, Stadtstrand von Las Palmas. Thank you.
Gracias por su atención y colaboración. The City of Las Palmas de Gran Canaria advises that we allow yellow flag. Zurück aus der City. Wir sind wieder an meinem Schiff 4. Wir sind wieder an Deck. Unser Stammplatz in der Außenalster. 14 Uhr, wir sind auf unserer Kabine. Doris ist fleißig am Einräumen. Unser Ausblick von der Backbordseite. Hier werden die Ausflüge gebucht. Wir sind in der TUI Bar. Die Sonne ist weggegangen um 17 Uhr. Wird ein bisschen frisch. Das muss ganz seine Wahlzeit. Ja, ja. Der Hafen von Las Palmas. Gleich geht zur Seenotrettungsübung. Um 22:05 Uhr. Die Alida Sol verlässt den Hafen von Las Palmas. Heute ohne Lasershow. Geht bei uns auch los, 22:30 Uhr.
Gäste, ganz herzlich willkommen hier oben auf dem Pooldeck. Dreimal war es zu hören, das Schiffsdufort, das untrügliche Zeichen. Ihre Reise hat begonnen. Mein Name ist Hans Langen, ich bin der Kreuzfahrtdirektor hier auf der Mein Schiff 4. Ja, und Sie dürfen sich freuen auf wunderschöne Ziele. Madeira mit dem Jahreswechsel natürlich in diesem wunderschönen Hafen. Verschiedene Ziele hier auf den Kanarischen Inseln. Und ein ganz besonderes Ziel ist natürlich die Mein Schiff 4 selbst, das neueste Schiff. Der bei TUI Cruises. Viele Besonderheiten. Eine Besonderheit sehen Sie gleich hier vor sich. Unser Pool ist der größte Pool auf einem Kreuzfahrtschiff weltweit, den es gibt. Wir haben den einzigen Konzertsaal auf einem Kreuzfahrtschiff, unser Klanghaus. Ja, und verschiedene andere Besonderheiten. Aber ja, Sie werden wahrscheinlich am Anfang, ich habe den einen oder anderen Gast heute gesehen, der sich verlaufen hat. Wer von Ihnen hat sich heute schon verlaufen, ganz ehrlich? Ja, doch, die eine oder andere, vor allen Dingen natürlich Gäste, die das erste Mal bei uns sind, müssen sich keine Sorgen machen. Wir haben ein Konzept entwickelt, die Gäste, die schon bei uns waren, kennen, dass es funktioniert. Sensationell, weltweit, einmalig, macht keine andere Reederei. Sie werden feststellen, jedes Mal, wenn Sie sich verlaufen, dann ist da eine Bar. Ja, haben wir extra so eingerichtet. Das heißt, wenn Ihr Schatz ein bisschen später auf die Kabine kommt, als das vorher vereinbart war und er murmelt irgendwas von tut mir leid, ich habe mich voll verlaufen, dann glauben Sie ihm kein Wort. Der hatte einfach nur einen wunderschönen Abend. Wir wünschen Ihnen nicht nur einen schönen Abend, eine wunderschöne Reise und wir, das heißt, ja, das sind insgesamt über 1000 Besatzungsmitglieder aus über 40 Nationen. Alle habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber ein paar sind da und da kommen Sie auch schon. Ja, liebe Gäste, und da sind Sie schon. Ich stelle Ihnen mal ein paar der Kollegen vor. Da haben wir einmal die Gastgeber, die machen sich kurz bemerkbar. Und da sind Sie auch schon, die Gastgeber. Jawohl, Applaus gibt's auch. Adios Las Palmas. Der Lotse wird jetzt abgeholt. Der Lotse geht jetzt von Bord. So, der Lotse hat sich verabschiedet, ist auf sein Lotsenboot. Und fährt zum nächsten Einsatz. Die kleine Aida, die Aida Cara.